Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand Showdown. Hallöchen. Hallöchen. Ja, wir haben schon eine Runde gemacht, gerade eben, aber das war, wir sind nicht gestorben, das nicht. War zwar eigentlich genau unser Hassding, also es war ein Gegner da, und zwar der Meuchler und im Nebel. War das Nebel? Nee. Nach? Aber das war die Sumpfmap, genau. So war das. Sumpfmap. Und das, ja, schon so lange her, ne? Ja, das ist so lange. Katastrophe eigentlich. Aber wir haben dann angefangen zu spielen und haben den Meuchler gesucht, die Hinweise gesucht. Und wirklich, wir waren beim zweiten Hinweis und dann wurde er schon verbannt. Dann sind wir da hingerannt, dachten wir, was machen wir da? Wollten die so gesagt ein bisschen so in die Mitte von den Ausgängen gehen, dass wir in jede Richtung die abfangen können. Die haben dann wirklich die, Trophäen aufgenommen. Und sind einfach straight raus in Richtung Ausgang. Und wir sind die ganze Zeit, also wirklich, das waren so, wir haben sie teilweise gesehen, also die, also auch von der Map her waren die keine 10 Meter von uns weg, blöd gesagt. Aber wir sind einfach weitergelaufen. Und wir haben es irgendwie immer wieder verkackt, weil immer, wenn wir auf die Minimap geguckt haben, sind sie immer natürlich ein Stückchen weitergekommen als wir. Ja, und dann waren sie irgendwann beim Ausgang. Das Skull wollte noch draufschießen, aber genau als er draufgeschossen hat, sind sie zack, weg. Und dann sind wir halt auch rausgegangen. Also die Runde war irgendwie voll für den Arsch. Aber die hätte fast geil enden können. Hätte ich den jetzt erwischt. Hättest du den erwischt, dann wäre das was anderes. Dann wäre der Timer zurückgestuft worden. Ja. Und dann hättest du vielleicht auch noch den anderen irgendwie anschießen können oder sowas. Ja. Lol. Was? Er ist bei uns. Und es sind auch keine anderen Gegner da. Also wir könnten eigentlich getrost dahinter rennen. Ja Gott, wo geht's denn hier zurück? Fuck, ich bin runtergefallen. Ja, bleib mal unten. Ja, warte, ich geh da oben rein. Ja, ich versuche gerade einen Weg nach oben zu finden. Wollen wir den auch gleich angreifen? Ja, ja, den gleich, weil das ist super. Au! Oder? Ah, nee. Ah ja. Da ist zu. Ja, ich komm grad hoch. Hallo, wo bist du? Ah, da. Oh. Wow, oh Gott. Ah, haben wir den. Ich hab noch eine gewachsene Dynamitstange, soll ich das? Aber keine. Dynamit. Ah nee, das war der andere Charakter. Hat sich gerade erledigt. Ich hab Dynamit. Groß oder klein? Oh fuck, Alter, ich trau mich gerade da nicht zu werfen, wenn er. Was? Oh, jetzt geht auf mich. So, oh lol, so ein Sack. Also hier ist Leben, schlau, falls du es brauchst. Ja. Wo ist er denn? Vorsicht, Vorsicht! Lauf! Irgendwie hält er viel mehr aus, kann das sein? Oh, er kommt. Lol, meine Schrotflinte macht kaum noch Damage. Entweder haben sie die Schrotflinte genervt oder. Wow, der ist aggro. Aggro. Ach Gott, zack, ich komm grad gar nicht dazu. Ist hinter dir her? Ja. Lol, Alter, das Fächern, das ist grad so ungenau. Bisschen, trotzdem ein bisschen aufpassen, ne? Wow. Ich mache manchmal die Schatten sich, weil wir sehen ja eigentlich, wenn Spieler in 50 Meter Bereich sind, dann müsste das ja rot blinken. Wow, wir blocken uns gerade gegenseitig. Boah, das war nicht gut. Holy shit. Wow. Passt, der ist tot. Hier ist Leben, falls du brauchst. Ja gut, wir kriegen ja sowieso gleich Leben, ne? Aber Muni wäre nicht schlecht. Ja. Aber ja, während der Schatten sich sehen wir es nicht. Okay. Das haben sie halt mal geändert in einer Update. Also hier ist ein Eingang. Da geht's runter. Hast du gerade ein Tor geöffnet? Nein. Nee, da geht ein Wasservieh voll ab. Ich habe mir nur Muni schnell geholt, ich komme wieder hoch. Ich bin da oben, wo wir reingegangen sind, und hier ist auch gleich die Treppe. Und hier ist ein Fenster, pass auf, ne? Shit. Hier kannst du einfach überall irgendwie. Ich glaube, ich bewege mich hier lieber, weil
kein gutes Gefühl hierbei. Ne. Kann man hier wieder zumachen? Oh, geil. Wobei, hier geht's eigentlich. Weil von da kann ja keiner kommen. Nee, das ist keine Treppe, das ist nur Fahrstuhl. Wenn ich hier bin, kann mich keiner von irgendeinem Fenster erwischen. Außer er kommt durch diese Fenster, aber da ist Glas, das höre ich. Und da kann ich auch direkt mit der Schrotflinte. Und eigentlich geht's. Ah, oh, lol. Schön weit ja, weg. Ah, kein, ja toll, kein Ausgang bei uns. Haha, ja, und die anderen? ich hab's schon gesehen. Hab's schon gesehen. Yay. Herzlichen Glückwunsch. Yay. Alle beide voll leise gerade. Mons ist gerade voll aggro geworden. Du siehst ja, wenn sie da hinten die Treppe hochkommen, oder? Welche Treppe? Wo du runtergegangen bist zum Minihund oder eher nicht? Ja, ich sehe es, aber da sind sie schon oben, wenn ich es erst sehe. Also die sind da nicht. Ich sehe die Treppe, sehe ich nicht. Ich sehe nur, wenn sie schon, wenn du siehst, wenn sie oben sind. Also die können nicht von dort aus, können sie dich nicht erschießen, oder? Ja doch. Weil ich sehe sie erst, wenn die hier sind. Also wirklich, wenn sie in den Raum da drin sind. Warte, ich stelle mich ein bisschen anders hin. So. Bin mir nicht sicher, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie so schleichen höre, so ganz leise, Schritte, so als würden sie sich irgendwo hochschleichen. Nimmst du es dann gleich? Kommst du hin? Mhm. Mhm. Jetzt ist ein Monster, glaube ich. Keiner da. Ehrlich? Komisch. Sollen wir uns dann gleich zum Ausgang bewegen, also so runterrennen und dann links, bevor die anderen irgendwie ab uns abfangen wollen? Halt über Port Wrecker, oder? Fällt er gleich oben raus, oder? Was, Port Wrecker? Boah, ich wäre unten. Ja, wobei, Port Wrecker. Du durch die komplette Karte laufen. Oh ja, ich weiß, das ist, unten ist sicherer, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die anderen auch oben rausrennen. Uah! Alter. Ja, aber die ganzen anderen Leute, wenn die unten wären, kommen sie uns direkt entgegengelaufen. Hm. Na gut, wir machen das, was du sagst. Du Chef, ich Lehrling. Achtung, Wasserviech. Nicht gut. Komm ich hier rüber? Na gut, ja, also wenn es jetzt natürlich jetzt so. Oh. Weißt du, was ich meine? Nicht, dass die denken, ey, geil, die bringen uns unsere. Wir könnten auch nach unten laufen, aber es ist halt schon heftig. Außer nicht. Wir gehen nach oben und die denken dann, dass wir. Scheiße, dass ja. Die dann nach unten gehen, weißt du? Dass die denken, oh nein, die wollen unsere Ding haben. Lass uns mal in die Richtung gehen und dann. Warte, ich schau nochmal. Nichts. Die haben die Beute. Jetzt wollen wir mal gucken, was die vorhaben oder was die machen. Krass eigentlich, dass die jetzt aber fast genauso schnell waren mit der Spinne wie wir mit dem Schlechter. Die gehen nach oben. Ehrlich? Oh Gott, sollen wir eher dann warten und runtergehen oder sowas? Ja, es sieht schon vielleicht fast so aus, als würden sie rausgehen wollen, oder? Ja, ja, das will ich ja hoffen. Eigentlich bin ich ganz zufrieden, wenn wir einmal wieder die Beute haben. Ja. So.
Aber ich gehe mal davon aus, wenn sie direkt rausgehen wollen, nehmen sie den Ausgang gleich rechts. Ja. Und dann werden die wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, auch direkt raus. Das, die werden draußen sein, bevor wir da sind. Ich denke auch, ja. Schaust du nochmal? Ich habe vorhin eigentlich gerade geschaut, also ich habe eine Sicht noch. Achso, okay, ja. Dann behalt die mal, damit, dann mache ich weiter, damit jeder von uns mal ein bisschen gucken kann. Also die ging gerade hoch, scheint so zumindest. Ja. Ich schau mal, okay. Oder hast du gerade... Ich schau mal, okay. Ich sehe nichts. Hm. Ja, vielleicht sind das auch die einzigen da noch. Ja, die gehen raus. Na, vielleicht haben wir jetzt scheiße Angst bekommen vor uns. Oh nein, sie kommen ja zu uns. Na, wir sind eh gleich beim Ausgang, perfekt. Ja. Warte, dann schau ich lieber jetzt nochmal. Gut, habe jetzt keine Sicht mehr. Aber eigentlich, wenn die anderen sind schon draußen, oder? Ne. Ah ne, aber die sind auch schon beim Ausgang. Ja. Das war jetzt gerade ziemlich parallel und zeitgleich alles. Irgendwie ja. Die Frage ist jetzt, sind da noch andere Spieler, die jetzt irgendwie noch... Aber ich habe auch keine Schüsse oder sonst irgendwas gehört, ne? Also... Ne. Ich schau nochmal. Nichts. Jo. Also wenn da jetzt so noch andere Spieler dabei sind, ne? Ich meine, es könnte ja genauso sein wie bei uns letzte Runde, dass die jetzt irgendwie so parallel immer die ganze Zeit laufen und jetzt gerade so es nicht schaffen. Oder die haben zu lange überlegt, weil die haben überlegt, ah, machen wir jetzt die oder machen wir die, greifen wir die an oder die? Ja. Und alle beide sind einfach direkt raus. Okay, krass eigentlich. Alter, die Runde war ja noch schneller wie die vorher. 12 Minuten. 12 Minuten? Holy shit, Alter. War der jetzt einer der kürzesten, oder? Die wir jemals hatten. Mit Beute, ja. Und letzte Folge, also letzte Runde, waren es ja 14 Minuten, aber lustig, ja. Krasser Scheiß eigentlich. Echt krasser Scheiß. Ja, was mache ich denn da jetzt? Das ist ja voll blöd. Ich kann ja kein 12-Minuten-Video hochladen. Also können schon, aber... Ja gut, es ist halt auch nicht viel passiert jetzt, ne? Wir haben jetzt schon den Typen gekillt. Zeitbonus? Sehr gut. Ja, der Zeitbonus, der ist jetzt da eigentlich. Das erste Mal, dass wir einen ordentlichen Zeitbonus kriegen, oder? Naja. Ich glaube, es hat 800 Punkte jetzt ausgemacht. 43. Richtig nice. Gut, von den Punkten her war es jetzt nicht so geil, die Runde, aber... Es ging. Es ging. Ja, war 3000 Punkte. Geht schon, ja. Gut. Weiter. Oh. Dann ist das jetzt mein... Offiziell mein höchster Charakter. Ah, über 40. Nice. Oh. Dann der ist höher wie... Also der ist höher wie der und der ist... Ja. Jetzt habe ich noch 3 38er und jetzt kann ich dann mal entscheiden, wen ich spiele. Ja, Fernkampf oder Schotze. Boah, nee, komm, ich spiele mal wieder den allerersten. Das ist ja Ewigkeiten, ja. Doch, den spiele ich doch mal wieder. Ja, stimmt, da habe ich noch die abgeschnittene Romeo und die ganz blöde Pistole. Ach, aber das Lustige ist, der sieht exakt so aus wie den ich gerade gespielt habe. Naja, wurscht. Nee, aber ich werde den spielen. Weil ich gucke da auch immer auf den Balken, wer näher an dem... Also wirklich, wer am niedrigste Level hat, weil im Balken ist ja auch die Erfahrungspunkte. Ja, stimmt, wenn ich da jetzt drauf schaue... Das ist jetzt mein letzter, also der fünfte Charakter, wieder mit der Vetterli. Den werde ich jetzt spielen. Stimmt, wenn man auf den Balken schaut. Ja, dann gut, das ist eigentlich eine gute Idee, da muss ich mich nicht entscheiden. Habe ich da mal. Sehr gut. Ach, das ist der von. Ah, mit der Label und der Uppercuts. Ich habe die Vetterli. Und die Caldwell. Nice, da kommt noch eine Feuerbombe dazu. Bam. Kaufen. Ausrüsten. So. Ja. Ja.
Warst du jetzt eigentlich schon, ne? Eigentlich also, schon irgendwie. War halt jetzt mal eine sehr schnelle Runde, aber. Ja, war eine schnelle Runde, ja. Aber Mai muss auch mal sein. Mal Glück haben, einfach entspannt durchlaufen, Boss killen und wieder raus. Ja. Wie die anderen eigentlich gerade. Finde ich geil. Gerade haben wir uns voll aufgekriegt bei den anderen. Wie viel Glück kann man eigentlich haben? Einfach hinrennen und rausrennen. Jetzt rennen wir hin, holen die Beute, rennen raus. Aber man muss dazu sagen, jetzt waren zwei Beuten da und vorhin war wirklich nur einer da. Das ist halt, da muss man wirklich Glück haben. Vor allem beim Assassin-Nano. Der ist krass eigentlich, ja. Ja, das ist weil es dauert krass. Doch relativ lang eigentlich, den zu killen. Ja, doch. Aber nicht so lang wie bei der Spinne, glaube ich. Nee, auch gut, aber jetzt. Ja, es kommt immer drauf aufs Gebäude drauf an, finde ich. Wie gut man da vielleicht reinschießen kann oder weglaufen kann und so. Auch, ja. Und sind die Dinger in der Nähe, aber bei denen werden nicht mal Ausgänge in der Nähe, weißt du, das war so, die mussten auch durch die halbe Map rennen. Ja. Und wir sind einfach parallel die ganze Zeit dazugelaufen und die haben es trotzdem dann irgendwie geschafft, uns abzuhängen. Weil wir immer wieder auf die Map geguckt haben und dann haben wir immer gesehen. Das Problem ist, ich glaube, wir müssten echt aggressiver verfolgen. Aber dann habe ich halt immer Angst, dass andere Spieler uns halt draufballern oder die sich umdrehen, weil sie uns genau, ja sehen. Genau, und dann sind wir gerade auf einer freien Fläche, weil wir hinterher rennen und ja. Weiß nicht, so richtig. Und ich habe immer Hoffnung, dass ich von Weitem irgendwo so einen Headshot reindrücke und so und dass sie dann natürlich stehen bleiben. Mhm. Aber ja. Funktioniert meistens nicht so ganz, wie ich will, weil ich sehe die ja teilweise gar nicht. Die laufen immer so krass, ich sehe die nicht. Sind immer irgendwo hinter irgendeinem Bäumchen, irgendeinem Wald, hinter irgendeiner Wiese oder sonst. Ich sehe die nicht. Die können 5 Meter vor mir sein, die können bei mir vorbeilaufen. Die laufen so, dass im Gestrüpp, dass ich sie nicht sehe. Und anscheinend, wenn ich bei Leuten vorbeilaufe, laufe ich den richtig hier, also wirklich da, also laufe so, hey, guck mal, da ist eine, warte kurz, bam. Hier. Orange Warnweste an oder sowas. Bitte hierhin schießen. Naja, gut, jetzt habe ich die noch ein bisschen in die Länge gezogen mit Ratschen, die Folge, aber jetzt mache ich wirklich Schluss. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.